Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Retrospektive mit mir auf dem Kanal. Und es geht auch heute bei den Masters weiter mit Altpapier, mit einer alten Zeitschrift, und zwar dem Masters of the Universe Magazin Nummer 2, 1987, oder 87 steht da oben nur, aber trotzdem aus dem Jahr 1987. Und diese Hefte gab es damals ja kostenlos im Spielwarenladen, beziehungsweise hier in dem Fall Spielwarenlenz in Nordheim. Ja, da noch mit, man sehen kann, vierstelliger Postleitzahl, denn die dreistellige kam ja erst in den 90er Jahren. Ja, die Aufmachung des Magazins finde ich von der Front her schon mal sehr schick, mit diesen leuchtenden Pilzen, die also dann mit fluoreszierender Farbe angemalt wurden. Dann hängen hier so ein paar Schleimfäden, Anführungsstrichen, herunter. Hier unten auf dem Pilz auch so ein bisschen Schleim zu sehen. Ich halte es mal eben ein bisschen näher ran. Ja, was dann bemalt wurde und eben auch mit Schwarze beleuchtet wurde. Deswegen der He-Man, der Battle Armor He-Man, dann eben auch ein bisschen interessant aussieht in seinem violetten Erscheinungsbild. Und schlagen wir mal die erste Seite auf. Ja, das erinnert natürlich auch sehr stark an frühere Werbeanzeigen, wo die Dioramen im Masters-Bereich ja auch sehr viel mit, wo sehr viel mit Naturmaterialien gemacht wurde. Was heißt hauptsächlich, würde ich mal sagen, dass also ein Stück Treibholz genommen wurde, dass Kieselsteine genommen wurden. Das Ganze ist halt aufgebaut in einem großen Sandbett, wo eben dann auch die Figuren drinstehen, ja, wo man sie auch ganz gut reindrücken kann. Ist natürlich nichts für Kinderzimmer, aber für Spielzimmer losen Sand zu nehmen. Obwohl da die Figuren natürlich immer noch am besten dann drin gestanden haben. Aber ansonsten finde ich immer noch diese simple Aufmachung hat immer noch eine sehr schöne Wirkung. Ja, das Turnier der Helden ist dann die erste Geschichte, die in dem Heft vorhanden ist. Dann kommen Skeletors Pilze. Da kommen auch dann zum ersten Mal diese Pilze in Erscheinung, die man auf der Front schon gesehen hat. Auch hier wieder sehr viel mit Naturmaterialien. Hier ist ein Steinbrocken hingelegt. Aber halt dennoch interessant aufgebaut. Immer mit so einem Verlauf im Hintergrund. Aber ja, der wurde nicht reinretuschiert. Der wurde halt dann dahinter gesetzt, beziehungsweise das Diorama eben dann davor aufgebaut. Ja, kurzer Textauszug. Leb wohl, Hort des Guten. Hehehe, Skelette öffnete ein kleines Beutelchen. Ja, wer weiß schon, was er dann da drin hat. Auf jeden Fall sicherlich Pilze. Ja, dann geht es natürlich weiter mit Hordak, wo dann die Hordak-Figuren so gesehen vorgestellt wurden, aber auch sehr schön gemacht. Allerdings, nicht so technisch, wie man es eben aus den Cartoons kennt, sondern eben eigentlich mehr so, wie auch das Spielzeug eben von Mattel dann dargestellt war. Aber auch hier wieder mit den typischen Hordak-Figuren und He-Man anstatt Adora bzw. She-Ra, was ich auch recht interessant finde. Hinten den Baum finde ich auch sehr schick. Wie so eine Art Spinnweben wurde nachgebildet mit einem, so ein dünnes Tuch, was da eben dann über den Baum gelegt wurde. Ich halte es eben mal ein bisschen näher ran. So. Genug dann zu dem Bild. Dann kommen wir mal zum nächsten. Felsen, öffne dich. Gut, da kommen dann die Rock-Ons oder wie sie hießen, dann eben auch ins Spiel. Aber alles eben in dieser recht schlichten Art ausgeführt, obwohl es hier schon ein bisschen aufwendiger wurde, eben diesen Tümpel von den Snakemen eben auch darzustellen. Aber da haben wir dann Redlore, wir haben Tangdasher, wir haben Cobra Khan, dann King Hiss und dann auch wieder Battle Armor He-Man, der da eben mit rumspringt. Und im unteren Bereich auch immer wieder eine detaillierte Vorstellung von Figuren, die eben damit zu sehen sind. Dann ein Comic, der jetzt nicht viel mit Masters zu tun hat, aber es ist halt eben eine Zeitschrift, die von Mattel rausgegeben wurde, also auch ein bisschen anderer Merch noch dazu. In dem Fall die Hot Wheels Action Arena. Ja, dann, wie man es aus anderen Comics halt kennt, so aus der Mickey Mouse oder sowas, natürlich noch so kleine, in Anführungsstrichen, Geschichten-Gadgets, möchte ich es mal nennen. Oder wie was funktioniert oder Orkos Trickkiste. Ja, mit irgendwelchen Zaubern, wo man dann eben was verschwinden lassen kann. Ja, dann haben wir hier noch ein bisschen Preisausschreiben. Oh ja, Clubzeitung selbst gemacht. Ein toller Clubtreff. Mac-Reporter Ilja unterwegs in geheimer Mission. Ja, sehr schön. Wie so eine Tortenschlacht bei Mac-Party. Clubsitzung bleibt geheim.
der Masters of the Universe Abenteuerclub, MAC, deswegen Mac, was man da oben auch dann lesen kann. Ja, natürlich alles streng geheim, vertraulicher Inhalt, ne? Ganz, ganz spannend natürlich aufgebaut. Dann Tipps für euren Club und so weiter. Ja, dann geht es natürlich noch in die Kassettengeschichte, die werden natürlich dann noch beworben. Indirekt natürlich, ne? Es geht ja alles nur so. Ne? Masters Bastelecke, wie man ein kleines Diorama baut, aus dem Schuhkarton, da unten was. Mit Masken, Doppelmaske, ne? Auf der einen Seite ist dann Skeletor, auf der anderen Seite ist He-Man und dann kann man sich überlegen, wie man sich dann eben verkleiden möchte. Ja, weiter geht's nochmal mit ein bisschen Hot Wheels Werbung. Und dann die nächste Geschichte, Skeletors Übermacht. Hast du mich rausgezogen, Mossman, in letzter Sekunde, He-Man? Ja, das ist schön. Nein, aber auch hier wieder diese schönen, leuchtenden Pilze. Ja, diese Geschichtheit. Mir gefällt einfach diese Schlichtheit der damaligen ja, Umgebungen für die Masters. Mossmans Trocknungstrick, auch sehr schick. Auch wieder ganz viele Pilze. Ja, ich denke mal, das sind nicht extra modellierte Pilze, das sind einfach so Standard-Deko-Pilze, auch damals schon gewesen, die eben dann noch etwas aufgepimpt wurden, eben mit Leuchtfarben, die ja eben im Schwarzlicht leuchten. So also ein bisschen kann man es auch im Hintergrund sehen, dass hier auch so ein bisschen das die Felsen dann so ein bisschen violett eben erstrahlen. Und weiter geht's mit: Kennst du deine Masters? Ja, da sind auch dann welche der neueren oder letzten Generation nochmal aufgeführt. Wie Leech oder Cyclone, Snoutspout. Und eine sehr schöne Übersicht über alle Figuren. Da sind wirklich jetzt alle drauf, die es dann eben zu den klassischen Masters of the Universe Figuren dann auch gab. Was aber auch, ne? Deswegen, es war dann auf der nächsten Seite kommt nämlich ein kleines Rätsel. Und das finde ich eben spannend, weil das so gesehen eine Sache spoilert, die ja in den heutigen, mit den heutigen Figuren auch gemacht werden kann, indem man nämlich die Arme oder die Gliedmaßen tauscht, Köpfe tauscht und sich dann ganz neue Charaktere zusammenstricken kann. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob hier dann die Vorlage schon mal geschaffen wurde, dass die Idee dann später, Jahrzehnte später, dann wieder aufgegriffen wurde. Aber dachte ich mir so, ja, kann man ja mal versuchen nachzubilden. Allerdings, ja, man sieht schon, es hapert so ein bisschen an manchen Sachen. Zum Beispiel, ihn könnte ich fast zusammenbauen, wenn denn bei Roboto der Kopf abnehmbar wäre. Ist aber nicht wegen der Mechanik, weil die ja hier eben vom Körper bis in den Kopf rein, wegen des Visiers dann eben eine gewisse Funktion hat, damit sich das Visier hoch und runter bewegt. Und mit Leech ist eben hier in Deutschland auch noch ein bisschen schwierig. Man könnte jetzt eine Menge Geld ausgeben, um die Figur dann auf dem Zweitmarkt zu kaufen. Aber das war mir die Sache dann doch nicht so wert. Aber wie gesagt, man hätte ihn fast, oder man könnte ihn fast zusammenbauen, aber so richtig eben auch nicht, weil dann, ja, der Kopf nicht abgeht. Ja, auf dem nächsten Bild, da wird es dann schon ein bisschen kniffliger. Gut, Cobra Khan bekommen wir demnächst. Ja, bei Psy-Clone ist es ein bisschen problematisch. Da weiß man auch noch nichts. Ich zumindest noch nicht. Und jetzt muss ich gucken. Ist mir der Name entfallen. Das gibt's doch nicht. Wo ist er denn da? Speakor. Meine Güte, einer meiner Lieblingscharaktere und mir fällt der Name nicht ein. Von Speakor hat man bislang ja bei den Origins auch noch nichts sehen oder hören können. Ja, und da wird es auch wieder problematisch. Halt der Körper von Grislor ist halt auch so ein Problem. Dann von Too Bad ist hier noch der Arm mit drin. Modulok und Mossman, ja, da gibt es eigentlich so gesehen bloß die Möglichkeit, den Arm von Fisto zu nehmen und von Bassoff eben den Kopf. Ja, und dann muss man natürlich überlegen, was ist hier alles natürlich dann verbaut. Ja, ein paar Sachen wurden dann von dem Vorbesitzer, ich hatte es auch wie bei noch einer Lieferung, lacht das mal mit bei. Der Vorbesitzer hat schon ein paar Sachen eingetragen, ist natürlich sehr schwer, alle rauszufinden, wenn eine Seite vorher natürlich die ganzen Figuren abgebildet sind. Aber so viel kann ich spoilern, denn das gab es zu gewinnen. Ein Solar Walkman von Sony natürlich. Ist der Walkman, der gab es ja nur von Sony. Der Begriff ist ja geschützt oder war geschützt. Einsendeschluss 31. Dezember 1987. Eternia wird bedroht. Ja, soweit kann ich sagen, was denn dann da herauskam. Ja, ist auch nicht allzu schwer.
Ne? Für uns auf jeden Fall nicht. Ja, und auf der Rückseite nochmal eine Übersicht oder eine Werbung so ein bisschen dann zu den Kassetten, die es damals eben bei Europa gab. Ja, Zauberrüstung, ja, ist auch ganz schön. Auch wieder mit den, natürlich mit den Mattel-Charakteren bzw. Figuren umgesetzt. Ja, ich finde solche Sachen immer recht spannend, wenn mir sowas in die Hände kommt. Sowas verlässt auch selten dann das Haus, vor allem, wenn man ja auch so Zeitschriften immer wieder ganz gut verstauen kann. Und ich hoffe ja, dass es demnächst dann auch wieder weitergeht mit den Origins, dass dann mal wieder was eintrudelt. Denn ja, da war ja seit einiger Zeit etwas Funkstille. In dem Sinn bedanke ich mich erst dann wieder vielmals fürs Reinschalten, fürs Dabeisein. Und es würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dann und... Ciao.